Du bist das Wunder von Mülheim. Du wolltest zum Fernsehen und bist auf der Schelsig gelandet? Schöne Scheiße. Aber ein kleiner Gag von dir kann bundesweit ein Riesenlacher werden. Oder eine fette Klage nach sich ziehen. Vielen Dank. Während tausend andere Gags einfach in der Tonne landen. Genauso wie sich ein Luftrauch in einen Sturm entwickelt, kann deine Arbeit wirken. Unrealistisch, sagst du? Und warum stehst du mal mittags bei uns am Catering und frisst uns die ganzen Mettbrötchen weg? Weil ich Hunger habe. Jetzt mach mal hinne. Wieso schwenkst du Kräne, während Raab seine Runden dreht? Du kennst die Antwort. Ja, verdammt nochmal, du kennst die Antwort. Komm in die Leitung rein, der Hotbutton wird zuschlagen, dann kriegst du die 500 Öcke, ne? Badis, du kennst die Antwort, du kommst zu mir. Weil aus deiner Arbeit eine Sendung wird und aus deiner Sendung ein Erfolg. Du bist ein Teil von allem und allem ist ein Teil von dir. Du bist Brainpool. Ja, natürlich, Brainpool. Brainpool ist die richtige Lösung. 500 Euro für dich. Dein Wille ist wie Feuer unterm Hintern. Er lässt Stefan Raab besser aussehen und Oliver Pocher lustiger sein. Ich fahre jeden Tag eine Stunde mit der Bahn nach Mülheim. Weil wir die geilen Karren fahren. Jo. Egal, wo du arbeitest. Egal, welche Position du hast. Du hältst den Laden zusammen. Du bist der Laden. Moin, ihr Autos. Nichts zu tun? Du bist Brennkohl. In unserer Kantine schmeckt's nicht immer nach Zuckerwatte. Das will ja niemand behaupten, aber willst du jeden Tag Döner essen? Ja! Weil Döner macht schöner. So, mit Salat? Ja, Arbeit kann auch anstrengend sein. Sag ich mal, das ist bekannt. Und Fernsehen ist ein Haifischbecken. Und wenn du da nicht einen Grimme-Preis auf Tasche hast, dann ist aber ratzfatz, Zappenduster. Da stehst du dann schon mal mit dem Gesicht vor der Mauer. Oder mit dem Rücken an der Wand. Und schon einmal haben wir gemeinsam eine Sendung vor die Wand gefahren. Aber mit dir gehe ich auch gern mal baden. Brainpool ist ein Top-Unternehmen. Ihr habt genug Hände, um sie einander zu reichen und anzumachen. Jederzeit 250 Tip-Top-Arbeiter. Machen uns die Hände schmutzig. Du bist der Kopf, du bist der Ball, du bist das Brain, du bist der Pool, du bist 250 Kicker. Du bist doch rein, nicht ich bin doch rein. Ich bin doch rein. Ich bin doch rein. Ich bin einmal mehr auf Reinpöl, bitte. Ach, mir ist doch so. Ach, mit dir bin ich doch fertig. Ach, du bist doch eine. Der Brainpool kann mich doch am Arsch lecken. Du bist doch. Du bist die Mannschaft. Du bist Brainpool. Du bist die Nummer 1 in Köln. Du bist lustig. Du hast meine Stimme. Du bist die Stimme von Brainpool. Psst, machen. Du bist das Wunder von Brainpool. Du bist mein innerer Reichsparteitag. Du bist mein Rekrut. Danke. Für dich würde ich alles tun. Du gibst mir Ruhe und Kontemplation. Auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Du hast den tollsten Chef der Welt. Jürgen ja, Gabusch ist sexy. Alles, was recht ist. Behandle deinen Mitarbeiter doch mal wie einen guten Freund. Meckere nicht über ihn, sondern biet ihm deine Hilfe an. Ich mach dir auch einen guten Preis klar, Kollege. Bring die beste Leistung, zu der du fähig bist. Und lass dich heute Abend mal so richtig volllaufen. Also, wie wär's, wenn du dich heute endlich mal wieder so richtig zuballerst? Hä? Gib nicht nur auf der Arbeit Gas. Geh runter von der Wände. Es gibt keine Tabus auf einer Weihnachtsfeier. Frage dich nicht, was die anderen über dich denken. Du bist der Feuer, du bist der Brimpool. Bis.
Heute mal so richtig absaufen. Ne? Wie heißt der Typ, der das alles bezahlt? Der sieht aus wie Herbert Grönemeyer. Ist das Jörg? Wahr? Jörg Rabosch, glaube ich. Okay, man muss sich merken, Deckel von Jörg. Ja. Mädels, Tassen hoch. Heute geht alles auf Jörgs Deckel. Ihr könnt sauber wie die Schweine. Es geht alles auf den Jörg Rabosch. Kein Stress, kein Stau, keine Sendung. Jörg Rabosch. Lass mal so richtig die Sau raus. Hau auf die Kacke. Lass die Kuh fliegen. Du bist die Kuh. Du bist die Sau. Du bist Brain Pool. Du bist Martin Kess. Du bist Andreas Fieck. Fieck? Du bist Ralf Günther. Du bist Jörg Grabusch. Nee, Grabusch heißt er, ja. Du bist Anke Engelke. Du bist Olli Pocher. Also wenn ich eins nicht bin, ja, dann Oliver Pocher. Arschloch. Du bist Brainpool. Du bist Heili Geili. Du bist Scheiße. Nee. Du bist Brainpool. Du bist Plug. Auch wir sind Brainpool. Nein, du bist Viacom. Ja. Du bist Brainpool. 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 Du bist Brainpool.